Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von onexu.com mit mir, Alexander Kaiser, mit den Expertentipps zum Wochenende. Ja, und diesmal ein buntes Programm. Natürlich für Sie im Angebot. Am Samstag geht es nach Köln, ein tolles Auktionsrennen. Dann geht es natürlich nach Enghien in dem Prix de Washington. Das ist ein Rennen für die Traber in Gruppe 2. Und natürlich dann zum absoluten Highlight am Wochenende in Galopp Deutschland, der große Dallmayr-Preis. Aber zunächst nach Köln, nach NRW in ein Auktionsrennen für die Zweijährigen. 52.000 Euro Dotation, 1300 Meter die Distanz. Ja, und hier ganz ungewöhnlich, denn nur ein Pferd in diesem Feld hier ist jemals gelaufen. Das ist Power Daddy und das ist auch der Favorit. Hat als einziger Rennerfahrung, gewann hoch überlegen in Hamburg ein gut besetztes Zweijährigenrennen, muss 2 Kilo dafür natürlich dem Feld geben. Und das macht das Pferd von Axel Kleinkauris zum Favoriten. Aber wir haben hier einige prominente Debütanten, unter anderem Dressman aus dem Stall von Markus Klug, trägt prominente Farben aus dem Gestüt Röttgen. Die Mutter gewann ein Listenrennen und auch ihren ersten Lebensstart, also das könnte durchaus ein Vorteil für Dressman sein. C. Paris Mutter aus dem Stall von Herrn Greve, die konnte etwas weniger als die Mutter von Dressman. Interessant auch ist die Reiterverteilung von Mualif, denn hier sitzt René Picholek im Sattel für Mario Hofer. Ja, Favorit ist natürlich Power Daddy, aber für mich Dressman ist hier ein ebenbürtiger Gegner. Der Vater Reliable Man gewann seinen ersten Start, die Mutter gewann ihren ersten Start. Warum soll das auch nicht Dressman gelingen? Es ist natürlich hier schwer gleich in einem Auktionsrennen, aber vielleicht mit den 2 Kilos kann er was ausrichten gegen Power Daddy. Deswegen für mich der Tipp im Auktionsrennen am Samstag in Köln, Dressman. Dann geht es weiter nach Enghien zu den Trabern der Prix de Washington. 120.000 Euro Dotation Gruppe 2 über die Meile 1609 Meter. Ja, und Honeck, das ist der neue Star am französischen Traberhimmel. 5-jähriger Hengst. Letztes Mal gewann er in La Capelle sehr souverän über dieselbe Distanz. Also der hat hier Gefallen an der Distanz gefunden. Und eventuell geht es ja nächstes Jahr nach Schweden in den Elite Loppet. Aber da muss er natürlich hier erstmal dieses Rennen gewinnen. Delia du Pomereau konnte nichts ausrichten gegen Honeck, war aber gute Zweite, die 9-jährige Stute. Und der stärkste Widersacher wird wohl sein Elie de Beaufort hier. Der 8-jährige Hengst aus dem Stall von Jean-Michel Bazire. Er nimmt selbst Platz. Er hat hier große Klasse, ein Top-Pferd, kennt auch wirklich fast nur Siegen, Bestzeit von 10,4. Und das Pferd ist natürlich hier ganz stark zu beachten. Gallius geht jetzt wieder mit Eisen. Der lief letztes Mal ausdruckslos schlecht. Also das muss er wirklich steigern. Das war letztes Mal gar nichts. In Bestform natürlich auch hier ganz weit vorne zu erwarten. Für mich aber der Sieger Elie de Beaufort, der könnte mal den Honeck ärgern. Jean-Michel Bazire, der wird hier schon sicherlich eine gute Taktik finden. Und die lange Gerade in Enghien sollte ihm zugutekommen. Deswegen für mich Elie de Beaufort. Der Sieger im Prix de Washington am Samstag in Enghien. Dann geht es weiter zum Sonntag nach München Riem in den großen Dallmayr-Preis, das bayerische Zuchtrennen Gruppe 1, 155.000 Euro Dotation. Ja, und letztes Jahr gewann ja Scaletti, der Schimmel, da saß Gerard Mosset drauf und der reitet wieder in diesem Rennen und er reitet ein Pferd, was wir ja noch nie in Deutschland gesehen haben. Das ist Dawn Intello. Gesattelt wird das Pferd von Andreas Schütz, der ja schon lange keinen Starter mehr in Deutschland hatte. Wir kennen ihn ja, Andreas Schütz, aus vergangenen Tagen. Da hat er natürlich hier in Deutschland, war er mal der beste Trainer. Das ist lange, lange her. Die Form von Dawn Intello in Frankreich lesen sich eher schlechter. Er ist immer gut mitgelaufen, aber die italienischen Formen, die sind sehr, sehr stark. Da konnte der Hengst überzeugen. Das war aber natürlich gegen schlechtere Konkurrenz. Aber Gerard Mosset, der Altmeister im Sattel, der wird hier schon seinen Anhang finden. Samarco, das ist der aktuelle Derby-Sieger, der für seinen Besitzer aus dem Gestütpark Wiedigen, natürlich Helmut von Fink, das Rennen nach Hause bringen soll. So kann man das wirklich sagen. Hat noch nicht viel falsch gemacht, hat auch wenige Starts das Derby, wie gesagt, gegen Alter Peter, gegen Schwarzer Peter gewonnen. Das sah natürlich toll aus. In England hat man aber gesehen, dass es die Dreijährigen gegen die ältere Elite schwer hatte und hoffen wir mal nicht, dass dies auch der Fall sein wird bei Samarco. Quer Royal, auch dieses Pferd hier zu beachten, muss das Laufen im Derby korrigieren. Ich denke mal, die 2000 Meter, die werden ihm besser passen. Aber Favorit wird jemand anders. Das ist die Stute aus dem Stall von Graffin.
Aga Khan der Besitzer und diese Schulde wird die Favoritin wohl werden. Hat mehrere Gruppe 1 Platzierungen, zuletzt ein starker Listensieg in Frankreich. Sie wollen natürlich einen Gruppe 1 Sieg für die Zucht. Ist ein wirklicher Globetrotter, war auch schon in Hongkong engagiert. Ja, und kein geringerer als Christophe Soumillon wird nach Riem kommen. Also das ist schon wirklich eine tolle Geschichte. Sie verkörpert auf dem Papier andere Klasse, so muss man es sagen. Aber natürlich Samarco und der Rest, die werden es ihm, oder besser gesagt ihr, schwer machen. Für mich aber der Sieg geht über die Aga Khan Stute mit Christophe Soumillon. Die werden nicht umsonst anreisen. Deswegen für mich der Sieger ist Ebeira, das Pferd aus dem Stall von Graffa am Sonntag in München-Riem. Ja, das war sie schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche Ihnen natürlich ganz viel Glück am Mann wegen Ihrer Wetten. Und bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.